Hallo und herzlich willkommen, euer Bitwalker hier. Habt ihr euch auch mal schon Gedanken gemacht, wenn ihr irgendwas in der Hand gehabt habt, verwendet habt, wer auf die Idee gekommen ist, sowas zu erfinden, was der Anlass dazu war? Oder habt ihr euch vielleicht schon gefragt, warum seid ihr nicht auf solche Ideen gekommen? Und ganz aktuell die Frage, habt ihr nicht schon mal Sachen erlebt, wo ihr euch gefragt habt, wieso hat noch keiner für dieses Problem eine Lösung gefunden? Mir ging es vor Kürze so, als ich mit dem iPhone für meinen Blog die Timelapse-Aufnahme gemacht habe, mit dem iPhone, sprich die Zeitrafferaufnahme. Da war das Problem, wie stelle ich das iPhone auf, dass es stehen bleibt, nicht umkippt, nicht umfällt, immer gleich bleibt und ordentliche Aufnahmen machen kann. Und ich habe mir einfach so beholfen, dass ich mit einem iPhone-Dock herumgewurschtelt habe. Das zeige ich euch kurz. Ich habe einfach das Dock genommen, das iPhone draufgesteckt, dann so hingelegt und habe mich mit Zündhölzer gespielt, dass ich das halbwegs gerade hinbekomme. Sprich, dann auch einen Winkel mache, indem ich hier noch Zündhölzer unterlege. Ja, ist natürlich jetzt keine ideale Lösung, aber es ging auch. Und dann irgendwann einmal in der Twitter-Timeline sah ich glaube, ich weiß, es war beim Bernd, beim Rosenkrieger, ein Video-Review zu einem ganz tollen Zubehör, das ich mir dann auch gleich bestellt habe. Und das habe ich jetzt hier und das zeige ich euch, weil das ist genau die Lösung oder genau so ein Teil, wo man sich sagt: Schau, da hat sich einer den Gedanken oder des Problems angenommen und eine ganz einfache Lösung gefunden, die wirklich genial ist. Gehen tut es um The Glyph und das zeige ich euch jetzt. Das ist das gute Stück, The Glyph. Im ersten Augenblick schaut es aus wie ein Kunststoffabfallprodukt von einer Presswerkstätte. Beim genaueren Betrachten allerdings sieht man, dass es ein ausgeklügeltes, einfaches, praktisches Teil ist. Man sieht hier, es ist ein Kunststoffstück, was hier so eine Vertiefung hat, so eine Art Schiene. Von der Seite betrachtet hat es diese Form, irgendwie, ja, kann sich beschreiben, auf jeden Fall hier die Vertiefung. Und hier unten ist eine Schraube drinnen. Und da werdet ihr jetzt schon denken können, ah, jetzt weiß ich, was man machen kann. Die ersten einfachen Funktionen sind einmal, ich kann das iPhone ordentlich herstellen mit dieser Einkerbung. Man nimmt das iPhone, steckt es hier hinein und schon kann man es hinstellen. Machen wir ein Bild dazu. Es steht sehr stabil, je nach Winkel, wie ich es einstelle natürlich. Das wäre für mich schon mal eine einfache Lösung gewesen, um das iPhone zu positionieren, wo ich es brauche. Aber der Hauptclou ist einfach eben dieses Gewinde hier unten. Und das zeige ich euch gleich. Allerdings baue ich es schnell um, denn dafür brauche ich jetzt mein Stativ, wo jetzt die Kamera draufsteht natürlich. Bei meinem Stativ ist es so, dass ich hier ein Grundgestell habe, wo sich die Schraube drin befindet. Ich schraube jetzt einmal den Glyph hier rauf und kann das Ganze dann hier eindocken. Jetzt seht ihr, dass das Teil hier montiert ist und kann das jetzt schön drehen. Und nun kommt das iPhone dazu. Auf die Kamera schauen, wo die Kamera ist und stecke das jetzt einfach hier hinein. Stabil. Und kann hier jetzt die Videoaufnahme machen. Kann es natürlich auch vertikal montieren. Und das iPhone steckt drinnen und ich kann es in alle möglichen Richtungen bewegen. Sinnvollsten ist es sicher in der horizontalen,
Aber auch hier schön zu sehen, es ist schön drinnen und kann entsprechend verwendet werden. Ja, eine einfach geniale Sache, die klein, handlich und gut überlegt ist, obwohl es optisch nicht unbedingt so wirkt. Bestellt habe ich mir The Cliff direkt beim Hersteller auf deren Homepage, und zwar in Amerika drüben. Kostet 20 Dollar. Der Versand beträgt circa 7, also inklusive Versand, ist alles zusammen auf 27 Euro gekommen. Versanddauer, ich habe es am Montagvormittag bestellt und habe es Freitag Mittag gehabt, also 5 Arbeitstage, also das ist sehr annehmbar für das, dass es eben aus Amerika kommt. Den Link findet ihr auf meinem Blog. Ich wünsche euch noch viel Spaß damit. Ein wirklich sinnvolles kleines Teil, wenn man natürlich damit was anzufangen weiß. Euer Bitwalker, ich wünsche euch was. Ciao.